Okay. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus der Asklepios-Klinik Altona. Mein Name ist Uwe Kehler. Ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung in Altona. Und heute Abend wollen wir uns über Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule, über Nackenschmerzen unterhalten. Mal schauen, wie das mit dem Weiterblättern funktioniert. Wir haben das Glück, hier in Altona schon eine relativ erfahrene, alte Abteilung zu sein. Wir haben 50-jährigen Geburtstag in diesem Jahr gehabt. Leider konnten wir den nicht gebührend feiern wegen der Corona-Krise. Und auch das ganze Krankenhaus, nicht nur die Abteilung der Neurochirurgie, auch das ganze Krankenhaus ist 50 Jahre alt geworden. Die Neurochirurgie in Altona ist eine relativ große Abteilung. Wir machen etwa 1800 Operationen pro Jahr. Und Sie sehen dieses Team hier. Wir haben 4 Oberärzte, 3 Fachärzte, 5 Assistenzärzte und dann komme ich auch noch dazu als Chefarzt. Das Wichtige an einer großen Abteilung oder an einer Abteilung, wo chirurgische Eingriffe durchgeführt werden, ist, dass immer jemand da ist, dass Tag und Nacht jemand da ist, auch wenn irgendwie mal was passieren sollte bei einem einfachen Eingriff. Wenn dann jemand parat ist und reagieren kann, ist das immer gut. Und wir haben hier eine neurochirurgische Versorgung 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Das heißt, hier passen wir immer auf unsere Patienten jederzeit auf. Und auch wenn mal was nicht ganz so laufen sollte, kann man jederzeit reagieren. Und wir haben ein sehr erfahrenes Team mit vielen Subspezialitäten und hierfür sind wir jetzt auch gerade ausgezeichnet worden für Newsweek, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, als eine der weltbesten spezialisierten Abteilungen. Da bin ich natürlich besonders froh und bedanke mich natürlich auch bei unserem gesamten Team und dem gesamten Krankenhaus, was die entsprechende Infrastruktur bereitstellt, dass wir dieses so leisten können. Die Neurochirurgie ist eine absolute Hightech-Medizin. Wir haben super viele Geräte. Sie sehen das hier. Wir haben eine Neuronavigation, dass wir immer wissen genau, wo wir gerade sind. Wir operieren praktisch alles mit dem Mikroskop oder mit dem Endoskop. Wir können während der Operation Funktionen des Gehirns und des Rückenmarks überwachen. Und all diese ganzen Sachen kosten natürlich viel Geld, aber sie können halt oder bringen Sicherheit für den Patienten und das ist, was wir auch in der Wirbelsäulenchirurgie entsprechend natürlich dann einsetzen. Nicht nur an der Hirnchirurgie, sondern auch an der Wirbelsäulenchirurgie, bei Bandscheibenvorfällen, bei Stenosen, bei Rückenmarkserkrankungen und so weiter. Ich gehe einmal ganz kurz über ein paar Schwerpunkte, die wir hier haben, bevor ich dann auf die Wirbelsäulenerkrankung, vor allen Dingen die Bandscheibenvorfälle, zu sprechen komme. Ein großer Schwerpunkt, das sind die Wasserköpfe oder der Hydrocephalus. Insbesondere bei den älteren Patienten ist das eine sehr häufige Erkrankung, die mit Gangstörungen, Inkontinenz und auch Gedächtnisstörungen einhergeht. Der sogenannte Normaldruck Hydrocephalus. Da gibt es etwa in Hamburg 20.000 Erkrankte, aber viele wissen gar nichts davon und viele bleiben auch lange unerkannt. Ein zweiter großer Schwerpunkt, das sind die Hirntumore, die wir hier behandeln. Sie sehen auf der rechten Seite einen großen Hirntumor und dann, glaube ich, noch auf dem nächsten Bild sehen sich ganz viele verschiedene Hirntumore, die wir mehr oder weniger täglich oder solche Tumoren, wie wir sie täglich operieren. Alle natürlich mit dem Mikroskop oder dem Endoskop und mit all dieser Hightech-Medizin, die ich Ihnen kurz gezeigt habe. Der nächste große Schwerpunkt, das sind die sogenannten Gefäßnervenkonflikte, wie man das bei Trigeminusneuralgien, also einem einschießenden Gesichtsschmerz, hat oder bei einem Hemispasmus facialis, das ist so ein Gesichtzucken. Das kann man sehr gut behandeln, wenn es denn mit Medikamenten nicht mehr gut geht. Auch ein weiterer großer Schwerpunkt bei uns. Der nächste Schwerpunkt sind Hirnblutungen. Die können spontan auftreten im Alter. Kommt es auch häufiger dazu, auch mit den ganzen Blutverdünnern ist dieses gar nicht ganz selten. Aber es gibt natürlich auch viele Missbildungen im Gehirn, zum Beispiel solche Aneurysmen an den Hirnarterien, die platzen können und dann zu solchen Blutungen führen können.
die wir dann entsprechend operieren oder aber auch mit unseren Neuroradiologen zusammen von innen verschließen. Und dann natürlich, wie in den meisten Neurochirurgien, sind Wirbelsäulenerkrankungen auch unser täglich Brot neben den großen Eingriffen. Da sind es vor allen Dingen Stenosen, da sind es Verformungen der Wirbelsäule, aber auch Tumoren des Rückenmarks, wie Sie es hier sehen, oder im Wirbelkanal mit Verletzungen und dann aber natürlich auch Bandscheibenvorfälle. Und über Bandscheibenvorfälle wollen wir heute auch reden, und zwar über die Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule, die Nacken- und Armschmerzen verursachen. Nackenschmerzen sind super häufig, etwa 4% aller Beratungsanlässe bei den Hausärzten sind wegen Nackenschmerzen. Und da können Sie sich schon vorstellen, wie häufig das ist. Und ich wette eigentlich, fast jeder, der hier zuhört, zumindest wenn er älter ist als 20, hat schon mal irgendwie Nackenschmerzen gehabt. Ich auch übrigens. Und nun, das Gute ist, dass Nackenschmerzen, wenn man sie mal bekommt, ja nicht gleich irgendwas Schlimmes bedeuten, aber das müssen natürlich die Ärzte nachher dann rauskriegen. Aber Nackenschmerzen, auch wenn sie gar nicht unbedingt gefährlich sein müssen, können natürlich massiv sein, können einen massiv beeinträchtigen und können natürlich auch entsprechende Ängste auslösen. Und wenn die Patienten dann auch zum Arzt kommen, dann hat der natürlich einen Druck, aber auch die Patientenerwartung ist natürlich, dass man sofort irgendwas macht. Das kann man in aller Regel auch ganz gut mit Schmerzmitteln, die dann aber ausreichend stark auch sein müssen. Das Wesentliche aber ist dann bei den Nackenschmerzen, dass man abwendbar gefährliche Verläufe ausschließt. Also ist da nur was Banales dahinter, vielleicht irgendwie ein steifer Hals, dass man mal Zug gekriegt hat. Oder ist da vielleicht sogar ein Tumor oder eine Blutung oder sonst etwas dahinter? Oder auch nur ein Bandscheibenvorfall, der mal ganz harmlos sein kann, der aber auch mal gefährlich sein kann. Und das ist die Aufgabe des Arztes, dieses herauszubekommen und auch entsprechend dann weiter zu behandeln. Nackenschmerzen, Nackenarmschmerzen, die kann man einmal einteilen nach der Dauer, ob das akute Schmerzen sind, das sind so ein paar Wochen, wenn das subakut ist, wenn sich das schon über viele Wochen hinzieht, oder man nennt es chronisch, wenn es über 3 Monate oder über 12 Wochen dauert. Und dann kann man sie natürlich nach der Ursache einteilen, einmal nach nicht spezifischen Ursachen. Das ist so, wenn Sie mal sich verlegen haben, wenn Sie mal irgendwie einen steifen Hals haben, ohne dass irgendwas Ernstes dahinter ist, wo auch keine spezifischen behandlungs- oder abklärungsbedürftigen Ursachen dahinter stecken. Oder spezifisch, dann nämlich, wenn Lähmungserscheinungen da sind, zum Beispiel nach einer Verletzung oder wenn man einen Tumor hat oder eine Entzündung hat oder halt auch ein Bandscheibenvorfall, der so stark auf die Nerven oder auf das Rückenmark drückt, dass neurologische Ausfälle entstehen. Sie sehen hier mal so ganz verschiedene Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule. Wichtig bei den zervikalen oder bei den Halsbandscheibenvorfällen ist, dass im Wirbelkanal auch Rückenmark ist. Wenn Sie in der Lendenwirbelsäule das haben, da haben Sie nur Nervenwurzeln, da haben Sie gar keinen Rückenmark mehr. Aber in der Halswirbelsäule, das ist ganz wichtig, da ist Rückenmark und das kann natürlich theoretisch auch verletzt werden. Sie sehen hier so ein paar Bandscheibenvorfälle, hier ein relativ harmloser Bandscheibenvorfall. Der wölbt sich zwar so ein bisschen vor, die Bandscheibe ist dieses hier, das außen drumherum ist der Bandscheibenring und dieses hier ist der sogenannte Bandscheibenkern, der so eine G-Galertartige Masse darstellt. Der ist hier so ein bisschen vorgewölbt, aber erreicht noch gar nicht das Rückenmark und auch nicht die Nervenwurzel. Gar nicht so schlimm, das kann aber trotzdem mal erhebliche Nackenschmerzen machen. Hier sehen Sie das was ganz anderes. Hier ist ein Vorfall deutlich vorgefallen und drückt auf das Rückenmark und auf eine Nervenwurzel. Dieses kann schon ziemlich gefährlich sein, insbesondere wenn der ganze Kanal, der Wirbelkanal besonders eng ist, dann kann es schon bereits bei auch einem kleinen Bandscheibenvorfall mal zu erheblichen Störungen kommen, mit sogar Lähmungserscheinungen auch in den Beinen und im Arm. Wenn der etwas weiter lateral, also etwas weiter außen ist, dann würde ein Bandscheibenvorfall gar nicht auf das Rückenmark drücken, sondern ausschließlich auf die Nervenwurzel. Und dann hätte man
Nackenschmerzen und vor allen Dingen Armschmerzen in einem solchen Fall. Oder wenn er genau in der Mitte ist, dann kann es sein, dass Sie gar nicht mehr richtig gehen können, dass Sie möglicherweise Blasenentleerungsstörungen haben, dass Sie vielleicht auch Gefühlsstörungen an beiden Beinen haben, aber die Arme können dabei völlig unbeeinträchtigt sein. Das sind so also ganz verschiedene Fälle und da verstehen Sie vielleicht auch, dass ein Bandscheibenvorfall nie ein Bandscheibenvorfall ist und dass man das immer entsprechend differenzieren muss. Und was man hier auch noch sieht, hier sind zwei CTs. Es müssen nicht immer nur Bandscheibenvorfälle sein, sondern es können auch mal so Verkalkung sein. Das kann ein verkalkter Bandscheibenvorfall sein, aber es können auch einfach mal so Knochenanbauten im Rahmen eines Verschleißes der Wirbelsäule sein. Hier vorne haben Sie zum Beispiel etwas, das macht nichts, weil es geht von den Nerven weg, aber hier hinten, das drückt hier auf das Rückenmark und möglicherweise auf die Nervenwurzel, ähnlich wie so ein Bandscheibenvorfall hier. Oder hier, da ist nur dieser Kanal eng geworden durch diese Verknöcherung. Klinisch kann man dieses manchmal gar nicht unterscheiden, ob es ein Bandscheibenvorfall oder eine Verknöcherung ist. In der Regel hat man bei einem Bandscheibenvorfall einen akuten Beginn, während man bei diesen Verknöcherungen meistens chronische Schmerzen hat. Aber man kann auch bei so einer chronischen Veränderung einen Bandscheibenvorfall oben drauf kriegen, dass es also gar nicht die ganz große Rolle hierbei spielt, wenn ein Patient kommt oder wenn sie mit entsprechenden Beschwerden kommt. Hauptsache, man findet die entsprechende Ursache. Was macht nun so ein Bandscheibenvorfall für Beschwerden? Einmal macht es einen lokalen Schmerz. Man hat Nackenschmerz und Schulterschmerzen und häufig kann man den Hals gar nicht richtig bewegen. Man hat einen steifen Hals. Dieses alleine, wenn nicht weiter etwas wäre, wäre das noch gar nicht besonders schlimm und man kann da sicher abfahren. Wenn es auf einen Nerven drückt, der aus der Wirbelsäule Richtung Arm geht, dann kommt es natürlich auch zu einer Schmerzausstrahlung in den Arm und in die Finger. Ich komme gleich noch mal ein bisschen mehr darauf zurück. Und Sie können diesen Schmerz manchmal auch dadurch, dass Sie den Kopf drehen, diesen ausstrahlenden Schmerz in Arm und Finger auch provozieren. Manchmal gibt es dann auch Gefühlsstörungen in den Fingern oder so ein eingeschlafenes Gefühl. Da ist es dann für den Arzt immer ganz wichtig zu wissen, in welchen Fingern das eigentlich ist, damit er nachher schon eine Idee hat, von welcher Bandscheibe das kommen könnte. Und wenn es dann wirklich schwieriger und schlimmer wird, dann kommt auch eine Schwäche, eine Lähmung im Arm oder in der Hand dazu. Und wenn das Rückenmark betroffen ist, Gleichgewichtsstörung, vielleicht sogar eine spastische Lähmung der Beine und Blasenentleerungsstörung, davon hatte ich auch schon kurz geredet. Wie ist so der Spontanverlauf, wenn man so etwas hat? Häufig hat man diese Schmerzen, aber sie werden dann nach ein paar Tagen meistens spontan besser und man muss gar nichts eigentlich machen, außer diese akute Phase zu überstehen, wo man häufig Schmerzmittel nehmen kann. Nur gelegentlich kommt es immer wieder zu diesen Beschwerden und dann sollte man natürlich schauen, woran das liegt. Und selten gibt es gar keine spontane Besserung. Und auch wenn es keine spontane Besserung gibt, dann muss man natürlich gucken, woran das liegt und ob man was dagegen machen kann. Und relativ selten, weil das so eine häufige Erkrankung ist, entwickeln sich diese Lähmungs- und Rückenmarksymptome. Das ist relativ selten, aber bei uns natürlich hier im Krankenhaus kommen natürlich gerade die Patienten, denen es besonders schlecht geht. Das heißt, wir sehen dieses natürlich relativ häufig, wo es keine Besserung gibt, wo es Lähmungserscheinungen gibt oder sogar Rückenmarkssymptome, Querschnittssymptome. Wenn jetzt jemand kommt, dann müssen wir uns natürlich erstmal ein Bild davon machen und müssen auch sehen, ob da irgendwas ganz Ernstes dahinter stecken kann. Manchmal können wir das am Anfang gar nicht sehen, wenn jemand so akute Schmerzen hat, ist gar nicht so einfach, immer sofort rauszukriegen, ist da was ganz Ernstes dahinter oder nicht. Der Untersucher fragt also natürlich, wie sind denn die Schmerzen? Sind das Dauerschmerzen oder sind sie tatsächlich nur, wenn man den Kopf bewegt? Fingen die ganz plötzlich an und so weiter. Dann ist natürlich die Frage, strahlt das in den Arm aus? Sind Lähmungserscheinungen? Hat man Lähmungserscheinungen bemerkt? Und was hat man auch schon für Behandlungsversuche gemacht? Die meisten, die Nackenschmerzen haben, kommen ja und hatten schon mal irgendwelche Schmerzmittel genommen. Und in vielen Fällen ist das ja auch von alleine besser geworden. Ist eine
vielleicht ein Unfall in der Vorgeschichte, vielleicht ein Auffahrunfall oder ein Sturz, muss man natürlich gucken, dass da nicht irgendwas anderes noch kaputt oder zerstört ist. Oder hat irgendjemand eine Systemerkrankung, zum Beispiel eine Knochenarmut, wo man leicht eine Fraktur bekommt, ein Wirbelkörperbruch, oder hat er vielleicht einen Tumor, wo vielleicht der Tumor auf die Nerven drückt und diese Symptome verursacht. Da muss man natürlich immer hellhörig werden, wenn jemand einen Tumor hat, dass man da nicht so etwas übersieht. Oder muss er aus irgendwelchen Gründen immer Cortison nehmen? Wenn man viel Cortison nimmt, kriegt man eine Osteoporose und man kann möglicherweise auch eine Fraktur, einen Bruch eines Wirbelkörpers erleiden, möglicherweise auch bei einem nicht adäquaten, nicht so starken Trauma, nicht so einer starken Verletzung. Da gibt es natürlich so ein paar Risikofaktoren für chronische Verläufe, wenn es bei der Arbeit nicht stimmt, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn man eine Depression hat, dann sind natürlich auch diese Verläufe und die Verarbeitung mit so einem Schmerz viel schwieriger. Und das muss auch der Arzt erfragen und rauskriegen, um nachher bei seiner Behandlung dann zu sehen, wie er das am besten richtig macht. Und wenn jemand mit diesen Beschwerden kommt, muss der Arzt natürlich auch schauen, und den Patienten untersuchen. Und zuerst guckt er einmal an, wie steht denn der Patient? Hält er den Kopf irgendwie schief? Hat er irgendwelche Verletzungszeichen? Wie ist die Kopfdrehung? Wie mobil ist der Kopf? Wenn man dann auf die Wirbelsäule drückt, gibt es dort irgendwelche besonderen Schmerzen? Gibt es irgendwelche muskulären Verspannungen? Ist vielleicht die Hauttemperatur erhöht im Rahmen einer Entzündung zum Beispiel? Und dann werden natürlich wird die Bewegung geprüft und eine neurologische Untersuchung, wo man schaut, ob Gefühlsstörungen oder Lähmungserscheinungen da sind. Und der Spezialist, der Neurologe, der Neurochirurg, auch der Orthopäde, die können das sehr gut. Die untersuchen den Patienten und können nachher genau sagen, was eigentlich los ist. Je nachdem, wo ein Bandscheibenvorfall ist, hat man unterschiedliche Gefühlsstörungen, unterschiedliche Schmerzausstrahlung. Und hier sind zum Beispiel die häufigsten einmal dargestellt, wenn Sie zum Beispiel Schmerzen haben, die bis in den Daumen und den Zeigefinger gehen, vielleicht mit Gefühlsstörungen in diesem Bereich. Wenn dann Bandscheibenvorfall dafür zuständig ist, dann ist das meistens zwischen dem 5. und 6. Halswirbel. Und da hätte man, wenn auch eine Lähmung dazu kommt, eine Bizepslähmung. Oder wenn Sie eine Fingerspreizerlähmung zum Beispiel haben und Gefühlsstörungen im kleinen Finger und dem Ringfinger, dann weiß der Fachmann gleich, wo er suchen muss, an der sogenannten C8-Wurzel. Und das wäre zum Beispiel zwischen dem 7. Halswirbel und dem 1. Brustwirbel. Und hier sehen Sie das nochmal, wenn diese entsprechenden Lähmungserscheinungen auftreten und diese entsprechende Gefühlsstörung und Schmerzausstrahlung, dann weiß man genau, wo man eigentlich suchen muss. Das ist ganz wichtig. Das ist heute deshalb auch, oder ist eigentlich immer schon wichtig, dass man nachher, wenn jemand kommt und gerade bei älteren Patienten, die mehrere Veränderungen haben, dass man auch weiß, welche Veränderungen vielleicht dafür zuständig ist für die Symptome und welche Veränderung vielleicht gar keine Symptome ausmacht und die man auch gar nicht behandeln muss. Bei der Untersuchung kommen dann auch die Untersuchung der sogenannten langen Bahn und des Rückenmarks dazu. Wenn zum Beispiel jemand auf einem Bein stehen und auf einem Bein hüpfen kann, dann weiß man, da ist in der Regel schon keine ganz schwere Störung vom Rückenmark. Aber Sie sehen hier, so ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, so eine Kernspintomographie. Sie sehen hier sehr schön das Rückenmark. Und das Rückenmark ist vorne und hinten von so weißem, von so einem weißen Signal umgeben. Dieses Weiße ist Hirnwasser oder Nervenwasser. Und das Rückenmark muss überall von Nervenwasser umgeben sein. Und hier sehen Sie, wo der Vorfall ist. Da ist das Rückenmark richtig zusammengedrückt. Und wenn Sie dann solche Untersuchungen machen, wir nennen das, da steht ein Patient mit ausgestreckten Armen, macht die Augen zu und dann fängt er plötzlich an zu wanken. Dann wissen wir, da ist möglicherweise was am Rückenmark. Oder wenn er unsicher geht dabei, dann wissen wir auch, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann müssen wir weiter suchen. Wenn wir nun einen Patienten untersucht haben und sehen, da könnte irgendwas dahinter sein, das Wichtigste, was wir dann machen müssen, ist die Kernspintomographie, die ich Ihnen ja eben schon gezeigt habe, mit der Kompression, mit der Bedrängung des Rückenmarks.
Und hier zeige ich Ihnen nochmal diese drei verschiedenen Vorfälle und wie das auch in der Kernspintomographie aussieht. Hier haben Sie einmal in der Kernspintomographie, die so, wenn ich das sagen darf, Salamitechnik durchgeschichtet ist, diese Halswirbelsäule. Da sehen Sie hier einmal das Rückenmark, hier ist der Wirbelkörper, hier gehen die Nervenwurzeln raus, also diese Nervenwurzeln, die gehen hier raus, hier ist das Rückenmark. Und jetzt sehen Sie hier dieses Ding hier, das entspricht hier diesem Vorfall. Und die Nervenwurzel, die hier rausgeht, die ist durch so einen Vorfall dann bedrängt oder zusammengedrückt. Und das könnte halt entsprechende Armschmerzen machen. Hier sehen Sie einen deutlich größeren Bandscheibenvorfall. Und Sie sehen, dass das Rückenmark so ein bisschen hier zusammengedrückt ist. Aber auch die Nervenwurzel, die hier rausgehen soll, die kriegt auch was ab von diesem Bandscheibenvorfall. Hier würde man also erwarten, dass man schon deutlich mehr Symptome hat. Und hier in diesem Fall, da sehen Sie, ist ein bisschen schwer zu erkennen vielleicht, dieses Ganze ist der Bandscheibenvorfall. Und das ganze Rückenmark, ich umfahre hier das Rückenmark, das ist hochgradig zusammengedrückt von diesem Bandscheibenvorfall. Und das ist tatsächlich auch bei einer Patientin gewesen, die eine hochgradige Querschnittssymptomatik entwickelt hat. Und zum Glück sehr schnell operiert werden konnte und sich auch sehr gut gebessert hat hinterher. Diesen letzten großen Bandscheibenvorfall, den sehen Sie hier auch noch einmal in dieser, wie wir sagen, sagittalen Schicht. Das heißt, diese Schicht ist mitten durch den Körper durchgewählt, gewählt. Sie sehen hier das Rückenmark und hier sehen Sie diesen großen Bandscheibenvorfall, der hier auf das Rückenmark drückt. Hier sehen Sie nochmal dieses mit dieser gelben Linie umrundete ist das Rückenmark und das Weiße ist dieser riesige Bandscheibenvorfall. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu erkennen. Das ist das identische Bild. Und da sehen Sie, wie schwer das Rückenmark eingedrängt ist. Das Rückenmark sollte eigentlich so aussehen, hier. Und es sollte von dem Nervenwasser umgeben sein. Dass dieses Probleme machen kann, das können Sie sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und das Rückenmark in diesem Fall nicht mehr richtig funktioniert. Und dieses, auch bei dieser Patientin, war ein absoluter Notfall. Hätte man da irgendwie einen Tag oder zwei Tage gewartet, die zu behandeln, wäre sie wahrscheinlich im Rollstuhl gelandet. So, weil das nur ganz kurz gedrückt hat, hat man sie aber sehr gut helfen können und sie ist praktisch wieder vollständig gesund geworden. Neben der Kernspintomographie, die Sie hier auf der linken Seite sehen, ist es, wie ich anfangs schon gesagt habe, auch wichtig, dass man häufig eine Computertomographie durchführt, weil man hier dann die entsprechenden knöchernen Veränderungen sieht. Das ist wichtig natürlich für die Operation, dass man weiß, worauf man sich einstellen muss. Kann man das vielleicht einfach ganz einfach entfernen oder muss man diese knöchernen Veränderungen vielleicht auch wegfräsen oder wegstanzen? Operationstechnisch spielt es eine Rolle. Der Patient merkt das in der Regel gar nicht, was da eigentlich innen funktioniert. Hauptsache, man kriegt wieder richtig Platz für die Nervenwurzel und das Rückenmark. Und wenn jemand denn mit solchen Erkrankungen kommt, dann muss man immer an viele andere Erkrankungen denken, die so etwas imitieren können. Sie brauchen sich das hier gar nicht alles zu merken. Aber die Ärzte, die Sie behandeln, die müssen all diese ganzen Erkrankungen wie Entzündung, wie Osteoporose, wie Tumoren, wie Multiple Sklerose, wie sonstige Entzündungen, die müssen das alle im Kopf haben. Und bei der Untersuchung müssen Sie immer sehen, Mensch, ist das wirklich das oder ist da nicht vielleicht noch irgendetwas anderes dahinter? Sie sehen hier so ein paar andere Erkrankungen, zum Beispiel ein Meningiom, ein Hirnhauttumor im Rückenmarkskanal, ein Tumor des Rückenmarks selbst oder eine Höhlenbildung des Rückenmarks. All diese Erkrankungen können solche Symptome wie einen Bandscheibenvorfall machen. Und deshalb ist es wichtig, immer bei der Untersuchung nach solchen Sachen zu forschen und differenzialdiagnostisch zu überlegen, ob auch was anderes mal dahinter sein kann. Meistens ist es doch ein Bandscheibenvorfall oder irgendwelche Verschleißerscheinungen, aber es kann auch mal tatsächlich was ganz anderes dahinter sein. Hier sehen Sie noch mal ein paar weitere Differentialdiagnosen. Hier sehen Sie zum Beispiel relativ klein, dieser Patient ist schon mal an einem Bandscheibenvorfall operiert worden, aber das war gar nicht die Ursache seiner Beschwerden, sondern der hatte hier einen Tumor gehabt.
Also Sie sehen, es ist total wichtig, dass man sieht und dann auch die entsprechenden Befunde, die man sieht, entsprechend wertet. Eine Schwierigkeit ist es sicherlich, wenn man älter wird und viele Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule hat, dass man ganz viele Veränderungen hat und dass es manchmal gar nicht ganz einfach ist, rauszukriegen, welche Veränderung möglicherweise für die Beschwerden dann zuständig ist. Dafür hat man aber dann natürlich entsprechende Fachleute, wie zum Beispiel die Neurochirurgen, die das sehr gut kennen und sehr gut differenzieren können, aber natürlich auch die Neurologen und auch die Orthopäden können sowas in der Regel gut. Wenn man nun einen Bandscheibenvorfall hat an der Halswirbelsäule, man hat ihn diagnostiziert und der will einfach gar nicht weggehen und man hat weiterhin Beschwerden und man hat diese anderen Erkrankungen ausgeschlossen, da muss man natürlich an die Behandlung denken. Und meistens ist die Behandlung einfach konservativ, das heißt nicht operativ. Und meistens reicht es erstmal aus, dass man die Patienten, die so etwas haben, behandelt mit Schmerzmitteln, vielleicht auch antientzündlichen Mitteln, aber hauptsächlich Schmerzmittel, das ist das Wesentliche. Und wenn es damit gut weggeht, ist erstmal alles in Ordnung, man muss sich dann, man muss gar nicht mehr machen. Wenn man nicht weiterkommt mit dieser Behandlung, dann kann man auch mal an die Nervenwurzel vielleicht etwas heranspritzen, ein Betäubungsmittel, vielleicht auch mit ein bisschen Cortison, damit die Nervenwurzel abschwillt. Und damit kann man zumindest die Schmerzen in aller Regel häufig sehr gut behandeln. Und der Vorteil ist hier, wenn Sie nicht genau wissen, von welcher Höhe das kommt, wenn Sie ein örtliches Betäubungsmittel an die Nervenwurzel spritzen und an die richtige Stelle, dann muss es eigentlich innerhalb von 1-2 Minuten zu einer wesentlichen Besserung oder zu so einer Schmerzfreiheit kommen. Und wenn das nicht da ist, dann und erst nach einer halben Stunde oder Stunde eintritt, dann haben Sie das zwar irgendwo in die Nähe gespritzt, aber es war nicht direkt an der Stelle. Und da muss man dann vorsichtig sein, auch mit seiner Operationsindikation, dass man möglicherweise daran dort an der Stelle operiert, wo man direkt hingespritzt hat, wenn es nicht sofort weggegangen ist, weil das gar nicht genau an der Stelle war, wo die Nervenwurzel bedrängt war. Wenn man mit der Behandlung mit Schmerztherapie nicht zurechtkommt oder aber es Lähmungserscheinungen gibt oder Rückenmarkssymptome, dann muss man an eine Operation denken. Eine Operation ist immer notwendig, wenn man hochgradige Lähmungserscheinungen hat oder Rückenmarkstörungen durch einen Bandscheibenvorfall, dann sollte man nicht abwarten, weil wenn man abwartet, ist die Besserungstendenz so schlecht, dass man sich häufig nicht mehr erholt. Aber auch wenn man nur Schmerzen hat und die Schmerzen überhaupt gar nicht besser werden. Radikuläre Schmerzen, das bedeutet, dass man das auf diese Nervenwurzel beziehen kann, was ich Ihnen anfangs gezeigt habe. Das sind also Schmerzen in die Schulter oder in den Arm, vielleicht bis in die Finger ziehen. Wenn die gar nicht unter der Behandlung weggehen wollen oder immer und immer wieder kommen, dann muss man auch nur bei Schmerzen, ohne dass man eine Lähmung hat, an eine Operation denken. Voraussetzung für jede Operation ist aber bei einem Bandscheibenvorfall, dass dieser Bandscheibenvorfall auch die Ursache der Symptomatik ist. Und sehr häufig sehen wir halt Patienten, die viele Bandscheibenvorfälle haben. Und da ist es natürlich die Kunst, den richtigen Bandscheibenvorfall herauszufinden, der für die Symptomatik verantwortlich ist. Und häufig kommen Patienten zu mir und sagen, ja, ich bin hier, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe. Aber wenn ein Patient 60 oder 70 Jahre ist, eigentlich hat jeder irgendwo eine Bandscheibenvorwölbung oder einen kleinen Bandscheibenvorfall. Da muss man natürlich gucken, diese Symptome, die er hat, passen die zu den entsprechenden Veränderungen. Wie operiert man das nun? Man kann eine Bandscheibe von vorne operieren oder von hinten operieren. Viele sagen, oh Gott, wenn ich das von vorne operiere, das ist ja ganz tief. Aber wenn Sie sich das einmal anschauen, hier ist das Rückenmark, hier wäre der Bandscheibenvorfall. Ob sie von vorne oder von hinten rankommt, das ist praktisch die gleiche Entfernung. Wenn man von vorne operiert, macht man so einen kleinen Schnitt im Bereich einer Halsfalte. Das sieht man nach ein paar Monaten gar nicht mehr, dass man da operiert hat. Und man kann relativ einfach die Muskulatur und auf der einen Seite und dann die Luftröhre und Speiseröhre auf der anderen Seite auseinander dividieren. Das kann man häufig, wenn man eine oberflächliche Fasse eingeschnitten hat, sogar mit dem Finger machen. Also stumpf machen. Dann kommt man auf die Vorderfläche der Wirbelsäule. Hier ist dann die
Bandscheibe und dann kann man diesen Bandscheibenvorfall entfernen. Natürlich alles nur mikrochirurgisch. Das ist halt der Vorteil, den wir haben. Wir operieren praktisch alles unter dem Mikroskop und haben eine sehr, sehr große Erfahrung, natürlich extrem schonend zu operieren. Oder man kann das von hinten operieren, wie zum Beispiel hier in diesem Fall. Hier ist so ein Bandscheibenvorfall, der sitzt hier hinten an der Hinterseite. Auch mit dem Mikroskop geht man von hier hinten rein und kann dann diesen Teil freipräparieren und an so einen Bandscheibenvorfall gehen oder aber hier noch ein bisschen von dem Gelenk wegmachen, damit die Nervenwurzel auch ein bisschen mehr Platz hat. Nun muss man gucken, wann operiert man denn von vorne, wann operiert man von hinten. Man kann eigentlich jeden Bandscheibenvorfall von vorne operieren, aber insbesondere ist es wichtig, wenn dieser Bandscheibenvorfall mehr in die Mitte geht. Wenn Sie von hinten kommen würden und dann einen Bandscheibenvorfall in der Mitte operieren, dann müssten Sie das Rückenmark etwas zur Seite halten. Das Rückenmark ist extrem empfindlich. Das würde das nicht verzeihen. Man hätte dann entsprechende Störungen. Deshalb werden die meisten Bandscheibenvorfälle auch von vorne operiert. Und nur die Bandscheibenvorfälle, die relativ weit außen sitzen, die kann man von hinten gefahrlos operieren. Wenn man mal einen Patienten fragt, ob er lieber von vorne oder der schon von vorne und hinten operiert worden ist, was findet er eigentlich, was war besser oder schlimmer nach der Operation? Da wird Ihnen immer sagen, von vorne war viel weniger schlimm. Das tut nämlich weniger weh nach der Operation als von hinten, wo man ein bisschen durch die Muskulatur durchoperieren muss. Wenn man von vorne operiert, dann wird die Bandscheibe entfernt und dann wird meistens so ein Dübel eingesetzt, wie Sie das hier sehen oder wie Sie das hier auf diesem Bild sehen. Nicht? Sie sehen auch, das ist schon relativ verschlissene Wirbelsäule, das ist schon spontan ein bisschen versteift. Und hier, wo der Bandscheibenvorfall war, wird, nachdem es ausgeräumt, der Bandscheibenvorfall entfernt worden ist, ein solcher Dübel eingesetzt, als sozusagen Platzhalter dafür. Nun, viele kommen zu uns und sagen, naja, sie halten das nicht aus, aber dann hören sie Operationen und dann haben sie furchtbare Angst, weil man ja am Rückenmark nah am Rückenmark operiert. Diese Operationen sind heute sehr, sehr sichere Operationen. Natürlich, es gibt keine Operation ohne irgendwie ein Restrisiko. Aber auch wenn Sie über die Straße gehen, gehen Sie ein Lebensrisiko ein, weil Sie können überfahren werden. Sie können, wenn Sie mit dem Auto fahren, können Sie in einen Unfall verwickelt werden. Immer ein Restrisiko kann man leider nicht ausschließen. Nun, was gibt es aber für spezifische Risiken, wenn man operiert? Einmal die Entzündung, Nachblutung und Wundheilungsstörung. Das gibt es ja bei jeder Operation, aber auch wenn sich in der Küche mit dem Messer einen Finger schneiden, kann dieses passieren. Wenn Sie eine Entzündung und Nachblutung bekommen, ist ein sehr geringes Risiko, aber es kann schon mal passieren. Man kann das nicht absolut ausschließen. Dass man das Rückenmark verletzt während einer Operation, dass man eine Querschnittslähmung bekommt durch die Operation, ich würde sagen, ist fast ausgeschlossen. Aber absolut ausschließen kann man nichts. Genauso, wie ich das eben gesagt habe, wenn Sie über die Straße gehen, kann auch mal was Schlimmes passieren. Dass Sie einen Nerven, der auch total zusammengedrückt ist, verletzen, auch das Risiko ist sehr gering. Wenn man von vorne operiert, ich hatte Ihnen ja gesagt, man hält so ein bisschen die Luftröhre und die Speiseröhre zur Seite, da kann es mal sein, und da hat man sogar häufig in den ersten Tagen ein bisschen Schluckstörungen. Das vergeht aber nach wenigen Tagen. Dort gibt es den Stimmbandnerven. Den könnte man tatsächlich verletzen oder dehnen. In den meisten Fällen erholt sich das wieder. Aber gerade je tiefer man operiert, desto höher ist dort das Risiko. Aber insgesamt ist auch das Risiko einer Stimmbandlähmung sehr selten. Man könnte theoretisch auch natürlich die Luftröhre und vor allem die Speiseröhre verletzen. Aber auch dieses Risiko gibt es fast nicht, es sei denn, die Patienten sind schon vielfach voroperiert worden und es ist alles am Hals vernarbt. Deshalb muss man sich auch in solchen Fällen überlegen, ob man nicht vielleicht von hinten operieren kann, sofern das möglich ist. Wenn man von hinten operiert, dann können natürlich diese Sachen gar nicht passieren. Also eine Stimmbandlähmung kann nicht passieren, wenn Sie es von hinten operieren. Aber Sie müssen da manchmal ein bisschen an das kleine Wirbelgelenk geben und es könnte mal eine Instabilität geben. Aber auch das Risiko ist
gering. Aber was sie häufig haben bei allen Operationen, dass sie vorübergehend Nackenschmerzen haben, auch häufiger mal so Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Aber das sind Schmerzen oder Beschwerden, die in der Regel in den ersten Wochen nach der Operation dann verschwinden. Wenn sowas passiert und sowas gemacht werden muss, wie läuft sowas eigentlich organisatorisch ab? Viele kommen ja ins Krankenhaus oder wissen gar nicht, was eigentlich auf sie zukommt. Deshalb will ich Ihnen das hier einmal kurz vorstellen. Wenn Sie von dem Hausarzt, Orthopäden oder Neurologen zu uns geschickt werden, weil man denkt, man muss etwas möglicherweise operieren, dann werden Sie bei uns ambulant vorgestellt und der Arzt, der Sie dann in der Ambulanz bei uns im Krankenhaus sieht, der muss sehen, passt das alles zusammen und klärt dann, ja, das soll man operieren oder soll man nicht operieren. Und falls es zu einer Operation kommen soll, gibt es einmal einen weiteren sogenannten prästationären Termin, wo Blut abgenommen wird, wo die OP-Aufklärung und die Narkoseaufklärung durchgeführt wird. Und jetzt in der Pandemie muss dann auch immer ein Corona-Abstrich erfolgen, weil wir keinen Patienten aufnehmen dürfen ohne Corona-Abstrich, ohne negativen Corona-Abstrich. Es sei denn, natürlich ist ein absoluter Notfall. Da gibt es dann entsprechende Vorkehrungen, dass man das doch machen kann. Aber wenn es kein absoluter Notfall ist, dann muss heute immer jemand einen negativen PCR-Abstrich haben. Das ist auch gut so. Und Sie können auch sicher sein, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, dass Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Corona-Infektion bekommen. Wenn man einen solchen Bandscheibenvorfall operiert, diese Operation dauert in der Regel je nach Befund 1-2 Stunden, können Sie in der Regel 2-3 Tage nach der Operation bereits wieder nach Hause gehen. Sie werden vielleicht noch Nackenschmerzen haben, werden sich noch ein bisschen schonen müssen, aber der Krankenhausaufenthalt ist relativ kurz. Und die Indikation oder die Prognose, wenn die Indikation richtig ist und die OP zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt worden ist, die ist exzellent. Aber es gibt ein paar Faktoren, die die gute Prognose, die guten Aussichten schmälern. Und diese ungünstigen Faktoren, das sind zum Beispiel, wenn Sie chronische Schmerzen haben, wenn Sie schon über Jahre Schmerzen haben, dann können Sie nicht erwarten, dass Sie operiert werden und schwupps ist alles weg. Manchmal ist so ein Schmerz chronifiziert und manchmal ist er auch möglicherweise im Schmerzgedächtnis gelandet. Und obwohl Sie die Ursache beseitigt haben, bedeutet das, wenn es im Schmerzgedächtnis gespeichert ist, der Schmerz gar nicht weggehen muss. Wenn Sie ganz hochgradige Lähmung haben und die schon lange Zeit bestanden haben, dann ist auch die Prognose schlechter. Man würde das dann zwar immer noch operieren, weil man hofft, dass über die Zeit sich das bessert, aber wenn man hochgradige Lähmung hat, sollte man unbedingt sofort ins Krankenhaus, sollte möglichst rasch operiert werden, wenn denn ein klarer Befund, eine klare Ursache dafür da ist. Und man sollte, wenn man Lähmungserscheinungen hat, auf keinen Fall Wochen und Monate warten und dann erst sich operieren und behandeln lassen, weil dann sind die Aussichten, dass sich der Nerv nach so einem langen Schaden noch erholen kann, viel schlechter. Eine Sache, die ganz wichtig ist, die ich früher auch nicht gewusst habe, die ich erst lernen musste in den letzten 10, 15 Jahren, jemand, der raucht, hat eine erheblich schlechtere Prognose, wenn er einen Bandscheibenvorfall hat oder wenn er Veränderungen an der Wirbelsäule hat und operiert werden muss. Also nicht nur das ist ein Grund aufzuhören zu rauchen. Auch Patienten, die schwere Begleiterkrankungen haben, die einen Tumor leiden haben, schwere Entzündungen haben und sonst ganz krank sind, die haben natürlich auch eine schlechtere Prognose. Ja, das muss man ein bisschen immer im Hinterkopf behalten. Ich würde Sie vielleicht bitten, weil ich bald zum Ende komme, wenn Sie Fragen haben, dass Sie das schon mal einfach in den Chat schreiben, damit ich das entsprechend auch beantworten kann. Häufig ist es so bei diesen Veranstaltungen, dass es relativ lange dauert, bis überhaupt eine Frage kommt. Also wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das in den Chat, dass ich das nachher beantworten kann. Ich will jetzt einmal kurz zusammenfassen. Die Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule und die Nackenschmerzen als sehr häufige Erkrankung. Und meistens ist der Spontanverlauf ganz günstig. Also meistens muss man gar nicht machen, vielleicht vorübergehend mal Schmerzmittel nehmen und dann ist das meistens nach ein paar Tagen, 1-2 Wochen meistens erledigt. Und
Man muss aber immer auf diese Warnsymptome achten, von denen ich Ihnen erzählt habe. Lähmungserscheinung, zum Beispiel Gleichgewichtsstörung, die im Rahmen von einer solchen Erkrankung auftreten können. Da muss man dann weiterhandeln, das muss man dann auch ernst nehmen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man so wahnsinnige Schmerzen hat, dieses voneinander zu differenzieren. Die Akutbehandlung ist meistens eine Schmerzbehandlung. Also Schmerzmittel nehmen. Wenn Sie ganz gesund sind, können Sie Ibuprofen, Paracetamol, Novalgin, solche Medikamente nehmen. Und meistens kommt man da über diese akute Schmerzsituation hinweg und meistens gibt sich das ja auch von allein. Aber wenn es sich nicht gibt, auch wenn Sie keine Lähmungserscheinung haben, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Bei anhaltenden Beschwerden und oder neurologischen Ausfällen, wenn ein Bandscheibenvorfall dafür da ist, haben Sie in der Regel, wenn das operiert wird, eine Operation mit einem geringen Risiko, mit einer insgesamt günstigen Prognose. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich jetzt schon am Ende und habe versucht, Ihnen mal so einen kurzen Überblick zu geben, wie das ist bei Nackenschmerzen, Bandscheibenvorfällen, was man da machen muss, wie schnell man was machen muss. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Einblick da gewinnen können und ich stehe Ihnen jetzt gerne zu Fragen zur Verfügung. So, ich schaue jetzt mal hier in den Chat. Bisher sind noch keine Fragen eingegangen. Ich warte noch einen kleinen Moment, vielleicht fällt dem einen oder anderen doch noch was ein. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wenn jemand so akute Schmerzen hat, vielleicht auch nach einem Verhebetrauma aufgetreten ist oder wenn man irgendwie sich so seitlich belastet hat oder Zug gekriegt hat, dann ist das erstmal nichts Schlimmes. Man muss nicht gleich bei jedem Nackenschmerzen zum Arzt gehen. Man kann auch ein bisschen abwarten. Aber wenn Sie merken, das zieht in den Arm, vielleicht nicht nur in die Schulter, es zieht bis in den Arm und in den Finger, und Sie merken, das kribbelt und Sie haben keine Kraft mehr in der Hand oder in dem Arm, dann müssen Sie doch überlegen, einen Arzt aufzusuchen. Und wenn die Kraft, die Einschränkung doller ist, dann müssen Sie das auch machen, auch wenn es Freitag ist. Dann sollen Sie das Wochenende gar nicht abwarten und erst am Montag hingehen. Oder wenn Sie gar nicht mehr richtig gehen können, dann ist das ein Notfall. Dann müssen Sie und dann sollten Sie unbedingt sofort jemanden aufsuchen, der was davon versteht und der das entsprechend werten kann und dann auch die entsprechenden Maßnahmen, die notwendig sind, einleiten kann. Hier habe ich eine beginnende Frage. Bei mir ziehen Schmerzen nicht in den Arm. Da sind sie wahrscheinlich nur im Nacken. Ja, es gibt häufig Nackenschmerzen, die durch Verschleißerscheinungen auftreten. Wenn Sie tatsächlich nur Nackenschmerzen ohne jede Ausstrahlung in den Arm haben, dann ist das manchmal so eine gewisse Instabilität der Wirbelsäule, die Sie durch Übung, durch Stärkung der Nacken- und Halsmuskulatur beheben können, ganz gut. Und man muss immer aufpassen, diejenigen, die besonders häufig Nackenschmerzen haben, wie sie denn arbeiten, ob sie den ganzen Tag zum Beispiel am Computer sitzen und in irgendeiner ganz angespannten Situation den Hals haben. Oder aber, wenn sie abends zum Beispiel Fernsehen gucken und dann mit so einem abgeknickten Kopf vielleicht einschlafen. Das ist natürlich Gift für die Wirbelsäule, da muss man aufpassen. Der Hals sollte immer ein bisschen Bewegung sein, man sollte den Hals nicht irgendwie stundenlang immer in der gleichen Kopfhaltung haben. Der braucht ein bisschen Bewegung. Und das können Sie machen, indem Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Drehstuhl haben, dann können Sie mal die Beine zur einen Seite drehen, dann müssen Sie den Kopf zur anderen Seite drehen oder wieder zur anderen Seite. Und so bleibt dann der Hals tatsächlich immer in Bewegung. Ich bin häufiger angesprochen worden, wie ist denn das mit dem Handy, wenn man immer so auf das Handy guckt? Da guckt man ja auch nach unten. Und viele Eltern sagen ihren Kindern, Mensch, guck nicht immer so runter, da kriegst du Nackenschmerzen von. Aber
Tatsächlich, wenn man am Handy arbeitet, man ist nicht die ganze Zeit, aber man guckt ja auch immer einmal rum, was los ist. Da ist vielleicht Lesen gar nicht so gut, für den Nacken, auch wenn Lesen sonst natürlich vielleicht viel besser ist. Hier schreibt noch jemand, ja, das nur Nackenschmerzen, sondern auch in den Kopf und in den Armen. Ja, es kann sein, wenn man Nackenschmerzen hat, wenn das insbesondere von der oberen Halswirbelsäule kommt, dass es in den Hinterkopf zieht. Wenn jemand Nacken- und Hinterkopfschmerzen hat, dann muss man meistens nicht gucken, ob im Kopf was da ist. Das kommt tatsächlich häufig von der Halswirbelsäule. Aber da gilt letztendlich genau das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe. Man muss sehen, dass man die Wirbelsäule bewegt, dass man solche eintönigen, über lange Zeit anhaltenden Bewegungen oder Nichtbewegung der Halswirbelsäule vermeidet. Dann kommt jetzt hier eine weitere Frage. Ich muss mal sehen, warum gehen manchmal die Schmerzen nach ein paar Tagen doch weg? Wie kann sich denn von alleine der Bandscheibenvorfall zurückbilden? Oder ist es dann doch kein Vorfall? Ja, es kann einfach sein, dass es so eine Verziehung ist, aber es kann auch sein, wenn man so eine Vorwölbung hat, die das erstmal alles reizt, die diese Beschwerden machen. Ein Vorfall oder eine Vorwölbung, wenn es zu einer solchen Vorwölbung kommt, dann kommt es zu einer gewissen Schwellung in diesem Bereich. Und diese Schwellung, wenn der Reiz langsam weggeht, nimmt auch wieder ab. Eine Schwellung geht immer auch mit einer gewissen Raumforderung einher. Und dieses kann natürlich eine entsprechende Beschwerdeverstärkung machen. Aber wenn diese Schwellung dann zurückgeht, wenn Sie zum Beispiel Schmerzmittel nehmen mit solchen antientzündlichen Medikamenten, dann kann diese Schwellung etwas zurückgehen und dann kann es auch zu einer Besserung kommen. Es ist manchmal auch so, wenn das sehr eng ist und das wehtut, dass man dann noch so eine Schonhaltung bekommt. Diese Schonhaltung ist im ersten Moment vielleicht schmerzerleichternd, aber es reizt das noch mehr und man kann in so eine Art Teufelskreis kommen, nämlich der erneute Reiz durch die Schonhaltung, vermehrte Schmerzen, noch stärkere Schonhaltung. Und da reicht es häufig aus, einfach mal Medikamente über 2, 3 Tage zu nehmen, dass man wieder eine entspannte Haltung der Halswirbelsäule hat. Und dann setzt man das ab. Und dadurch, dass dieser Reiz weg ist, die Schwellung weggegangen, und es geht einem wieder relativ gut. Aber im Einzelfall kann natürlich diese Differenzierung zwischen Bandscheibenvorfall und irgendwelchen anderen Erkrankungen auch schwer sein. Deshalb, wenn es immer wieder ist, wenn Sie immer wieder Probleme haben, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. So, ich schaue jetzt gerade noch mal nach. Hier wird sich gerade für die Antwort bedankt. Bitte schön. Ich hoffe, die Antwort hat dir ein bisschen geholfen. Gut, jetzt sehe ich, dass keine weiteren Fragen mehr kommen. Also denken Sie dran, wenn Sie mal Nackenschmerzen haben, ist erstmal nicht so schlimm. Wenn Sie aber nicht weggehen wollen oder Sie diese Warnsymptome haben, dann suchen Sie besser jemand auf, der ein Fachmann ist, der was davon versteht und sieht, ob man dann weiter behandeln muss, ob man weiter diagnostizieren muss, damit man nicht möglicherweise eine ernste Erkrankung übersieht oder wir würden ja sagen, ein Bandscheibenvorfall ist gar nicht eigentlich so schlimm, aber man muss das, wenn es entsprechende Lähmung macht, natürlich auch entsprechend behandeln. Dann ist es nicht so schlimm. Unbehandelt kann es aber natürlich schon ganz schlimm sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommen keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können heute. Und falls Sie Probleme haben, nicht zurechtkommen, stellen Sie sich gerne bei uns vor. Alles Gute, bleiben Sie gesund.